Willkommen zurück bei Sekwit. Wir stehen hier mitten im Irgendwo. Und ich gucke gerade mal hier so ein bisschen abseits der Wege entlang. Einfach nur, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Aber anscheinend ist ja nichts Gescheites. Deswegen lohnt sich das eigentlich gar nicht, hier irgendwie einen Ausflug ins Grüne zu machen. Oder was halt so das Grüne ist. Aber anscheinend scheint es ja doch irgendwo lang zu gehen. Ich guck mal kurz, wo bin ich hier eigentlich? Ich retariere gerade hier irgendwo in der Gegend lang. Und ich glaube, das ist gar nicht so sinnvoll. Ja, bla bla, Fetzer, Fetzer, Sprinter, Sprinter. Das ist ja wunderschön, aber so wirklich aussagekräftig dann doch nicht. Und hier ist ein Sackgasse oder was in der Klasse. Also wir sehen, dass sich hier Sonntags-Nachmittagsausflüge nicht wirklich lohnen. Wir landen nur irgendwo und kommen dann nirgendwo an. Hier geht es zum Beispiel auch nirgendwo wirklich hin. Ich kann das mal kurz zeigen. Hier ist einfach mal nichts. Also wieder so eine Sprintergruppe. Das ist vermutlich vom letzten Olympia übrig geblieben. Und hier ist ganz, ganz viel nichts. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwo in der Gegend eine Nebenmission am Start ist, aber ich wüsste es zumindest nicht. Also falls ihr da andere Informationen habt, könnt ihr gerne mal Bescheid sagen. Wird es ja dann vermutlich zu spät sein, aber das Wissen wäre doch schon mal interessant. Zumindest so ein bisschen interessant. Außerdem ist es gerade ziemlich dunkel. Komme ich hierher? Ja, ich glaube, ich komme hierher. Und ich habe das Gefühl, dass die ganzen Viecher ziemlich schnell respawnen. Mein Gott, außerdem spucken die Runen aus wie das wilde Vieh. Das ist auch nicht mehr lustig. Pflanzenkäfisch. So. Begehrtes Amulett der schwarzen Künste und ich lasse es liegen. Ich bin so anti-Marktwirtschaft, das glaubt man gar nicht. Na toll, jetzt hat er noch 3 Lebenspunkte, dieser Kerl da. Naja, nicht mein Problem. Die sind ja schon ein bisschen gelb, also wir könnten uns ruhig mal ein bisschen weiter auf den Weg machen. Wenn ich die verdammte Straße wiederfinde. Ah, hier. Genau. Ich hätte ruhig mal so ein paar Markierungslinien ziehen können. Dann hätte man sich hier einen besseren Überblick verschaffen können. Hier ist wieder ein Bugmagier. Wie man kurz gesehen hat, war der Level 1. Also, ich habe keine Ahnung, was er jetzt zu suchen hat. Auf jeden Fall, naja, ist er jetzt tot. Auch wie alle anderen Viecher. Demzufolge unterscheidet er sich gar nicht von seinen Mitbewohnern dieser Gegend. So. Ich guck mal, ob ich mir einen Heiltrank sparen kann. Wie viel Prozent abgesaugtes Leben habe ich eigentlich? 3%. Okay. Naja, wie man sieht, macht das schon ein bisschen was. Und das war's jetzt schon wieder. Ja, das ist ein Kommen und Gehen mit meinen Lebenspunkten da oben. Wo ist eigentlich jetzt der genaue rollenspieltechnische Unterschied zwischen Lebenspunkten und Hitpoints? Also ich meine, ich würde das ja so definieren, dass Hitpoints dann quasi die Punkte sind, die man quasi an Schaden einstecken kann. Also zum Beispiel bei manchen Spielen rechnet sich dann auch das Schild mit dazu. Oder die Rüstung oder wie auch immer. Gesegnete was? Gesegnete Panzerhandschuhe. Okay, mal gucken. So, was haben denn die gesegneten Panzerhandschuhe für Eigenschaften? Wo sind sie denn? Faustkampf. Ah, besondere Gegenstände finden plus 50? Boah, geil. Leider sind das Waffen und wir sind nun mal wirklich nicht auf den Faustkampf ausgelegt, sonst hätte ich das ja angelegt. Hier ist wieder so ein Level 1-Typi. Komm zurück, ich tu dir doch nichts. Pam, der gibt 4 Erfahrungspunkte. Das ist gelogen, aber... Das ist so super. Und wir nähern uns langsam, glaube ich, dann doch dem Ende dieser ganzen Scharade hier. Ja, 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 ich weiß doch, ihr kommt alle an. Aua, aua. Mach so ein Kraftzehren der Gehirnfüßler auch die Magie weg? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich dachte ich ja nicht. Aber es hätte es gar keinen Sinn, dass es da noch Magiezehren den Gehirnfüßler gibt. Naja. Dass sie immer nachher rauskommen müssen, ist so doof. So, hallo ihr Lieben. Da, nehmt mal das. Und nehmt mal das hier. Ein Jadering. Haufen Gehirnfüßler wieder.
Ja, ich glaube, die Kraftzerne Gehirnfüßler verringern auch die Magie. Na toll, wo ist dann der Unterschied zwischen den Magiezernen und den Dingenszerrenden? Außerdem sind die ziemlich nervig, weil ich will zaubern. So. Wunderschön, haben wir alle umgebracht. Na gut, was heißt alle? Hier werden sich noch einige Gegner präsentieren, habe ich das Gefühl. Und das nicht zu knapp. Aua, lass doch das. Hallo Magie, lade dich weiter auf. So. Komm her, du Schwachkopf. So, hast du nur davon. Aua, die machen einen auch echt nicht wenig Schaden. Also wenn man da eine Gruppe von ihnen hat und die alle so gut treffen, wird das schnell unangenehm. Was willst du denn jetzt schon wieder? Geh doch einfach mal weg, ja? So, Fetzer, Fetzer. Also man muss die, wie gesagt, nicht alle umbringen. Aber ich habe halt gern einen freien Rücken. Da kann mir nichts in den Rücken fallen. Das ist eine ganz alte Weisheit. Die man hier vielleicht auch berücksichtigen könnte. So. Jetzt haben wir da oben noch einen Haufen Leute am Start. Und es ist ziemlich dunkel. Aber es ist auch schon fast die Dämmerung wieder am Start. Und man weiß ja, vor der Dämmerung ist es am dunkelsten. So. Ich will zaubern, ich bin der Magier, hallo. Und kann das sein, dass die Gegner hier super schnell respawnen? Ich habe das so ein bisschen im Gefühl. Dann gucke ich mal kurz, was hier oben los ist. Hallo, ihr Leute. Der ist tot. Der ist auch ziemlich tot. Und du bist auch tot. So. Ich guck gleich mal auf die Karte, um hier einen quasi Ortsstatus zu erhalten, wo wir uns befinden. Wir befinden uns, naja, ja, ja. Ich habe doch gesagt, der Weg geht zacki zacki durch die Kante. Weil wir wollen hier unbedingt das Spiel strecken. Also ich nicht das Let's Play, das geht schon lange genug. Ich glaube, hier haben sich einfach mal die Entwickler ein bisschen, naja, was gegönnt. In Sachen, wir machen das Spiel mal länger. Obwohl ich weiß gar nicht, ob man Spielstunden so als Qualitätsmerkmal eines Spiels ansehen kann. Weil es zum Beispiel bei Antichamber hat man bestimmt kielweise Spielstunden, aber wenn man da nichts erreicht und nur dumm in der Gegend rumeiert, dann ist das auch eher ungünstig. So. Ach man, dass die alle im Einzelnen ankommen müssen. So, jetzt renne ich hier ein bisschen vor, ist mir doch egal. Ich mache keine Einzelveranstaltung. Von denen interessieren sich überhaupt nicht für mich, habe ich manchmal das Gefühl. Ich kann hier durchrennen und irgendwelchen Scheiß machen, aber die denken sich, nö. Hm, was interessiert mich der Kerl da? Der will ja nur unseren Herrn umbringen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die Viecher hier natürlich gewachsen sind. Für euren schnellen Tod. Oder ob die wirklich zu Andokar gehören. Das ist mir gerade völlig entfallen. Komm her, du. Komm. Genau. Naja, das war jetzt nicht so toll. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine rituelle Opferstätte, das ist ganz schön. Wir haben Knochen, Blut und Schwerter. Ja, das ist ganz ja, gehaltvoll, was Ambiente betrifft. Wir haben noch mehr Gehirnfüßler, noch mehr Gehirnfüßler, noch mehr Gehirnfüßler. Also langsam wird's albern. So, ja, ja, ich weiß doch, ihr seid alle ganz toll. Ich bin so viel schneller als die ganzen Leute, das ist auch schön. Hallo, kommt doch mal ran. Hallihallö. Tja, tja, tja. Ja, es ist wirklich nicht so spannend, das muss ich ja zugeben, aber wir müssen nun mal hier durch, um unser Ziel zu erreichen. Und da führt leider kein Weg drumherum. Ja doch, eigentlich führt ein Weg drumherum, wenn irgendjemand mal vor uns das Portal aktiviert hätte. Was es hier noch gibt, das letzte Portal. Aber leider tut das keiner. Und deshalb müssen wir hier mal selber durch. Na super. Ach man, wie ich diese Gehirnkacke hasse. Also ich bin ja auch im Allgemeinen gegen Gehirne. Das tut der Menschheit nichts Gutes. Man sollte es am besten abschaffen oder irgendwie gerichtlich verbieten lassen. So. Ach, geht doch mal weg alle. Ich will doch nur hier durch. Ich habe doch nichts gemacht.
Ja, ich weiß, Schlitz, Schlitz und Schnippel, Schnippel. Ist ja alles ganz gut. Es ist schon erstaunlich, wie der hiesige Pöbel es immer wieder versucht. Welcher Pöbel? Die hauen ein bisschen auf die Fresse, so sieht es nämlich aus. So, ich habe wieder wenig Leben, da schlug ich mir wieder mal Heiltrank. Also wir kommen auf jeden Fall noch an Händler vorbei. Ich habe gerade den Weg aus dem Auge verloren. So. Ja, ist doch gut, ihr. Kommt. Wir haben schon fast wieder einen Stufenaufstieg. Also wenn es in Paths of Exile so viel Stufenaufstieg geben würde wie hier, wäre es echt super. Also auch mit dem hohen Level, was wir bereits haben. Welche Level sind wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ach, 61 schon. Na, guck einer an. So, wir nähern uns, wir nähern uns. Ah ja, wir haben jetzt hier einen neuen Gegnertyp. Ich meine, so neu ist er nicht. Er ist nur größer und lilaner und pinker. Wir haben hier nämlich einen Gehirnfüßler. Wir haben hier also die kleinen Gehirnfüßler. Und natürlich auch den großen, der sehr, sehr lecker ist. Aber auch nicht so viel aushält. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwas absaugt. Ich habe langsam das Gefühl, ne? So, aber der ist auch hinüber. Heiltrank nehme ich gerne mit. Ja, ja, Magiezerner, wir kennen dich ja. So, das hat sich mit dir. Und das hat sich auch mit euch. Also Gehirnfüßler werden jetzt hier etwas häufiger auftreten. Jetzt hier am Ende dieses Gebietes. Das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Aber danach auch nicht mehr so oft. Ich meine, danach sind wir mit dem Spiel durch. Da gibt es dann keinen Gehirnfüßler mehr. Aber jetzt hier wird es etwas extrem mit den ganzen Klipperviechern. Hallo? Ach, jetzt kann er wieder nicht zaubern. Zaubern? Danke. Die machen einen keinen schlechten Schaden. Das kann man auch mal zugeben. Warum überlebst du, hä? Hast du hier in der ganzen Großen versteckt? Toll, jetzt kann ich wieder nicht zaubern. Ich meine, eigentlich ist man ja Kampfmagier. Damit man, wenn man nicht zaubern kann, auch Ymirs gepanzerte Beinschoner einsammeln kann. Aber die Sache ist halt die, wir sind halt nicht wirklich so toll. Besondere Gegenstände finden plus 72. Hier schon plus 50. Hier plus 27. Ist ja egal. Ich glaube, wir hätten doch einen Barbar spielen sollen, wenn es weiter so geht. Ein Heiltrank. Ja, stimmt. Irgendwie habe ich so die Vermutung gehabt, auch schon beim ersten Mal durchspielen, dass die hier relativ viele Heiltränke ausspucken. Nur so eine ganz leichte Vermutung. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Meine Güte. Also die sind gut gepanzert, das müssen wir auch mal zugeben. Also 677 Schaden ist jetzt nicht so viel. Wuppala. Und gleich nochmal einen reingehauen. Ein Blutkuss. Ich will nicht von diesem Ding blutig geküsst werden. Das kann ich mir bitte ersparen, ja? So. Zack, zack. Die sind tot. Und du bist auch tot. Ja, Gehirnfüßler, wie gesagt, gibt es hier einige. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Oder es ist gerade hier das Nest. Man weiß es nicht. Fledermäuseverwirrung. Dazu brauche ich keine Fledermäuse. Das kriege ich auch so hin. Schwupp. Schwupp, und du noch, komm, komm, komm. Na, müssen wir die Reichweite von dem Ding irgendwie verlängern können. Größe 16. Die Größe kann man verändern, aber nicht die Reichweite. Was habe ich hier so einen Haufen Klipperviecher am Start? Na, geh weg. Geh einfach weg. So. Phasenverschiebung, noch mehr Runen. Ja, also. Wie gesagt, man muss sich halt überlegen, ob man schnell oder stark schießen möchte. Ich meine, man kann eigentlich in jedem Spiel, sehr geschmeidig, also in jedem Rollenspiel auswählen, ob man nur den Zauber öfters verwenden will. Das heißt, ob er halt weniger Mana verbraucht oder halt mehr Mana verbraucht und dafür stärker ist. Kommt hier drauf an, wie ihr das vorhabt zu skillen, die ganze Geschichte. Aber ich denke mal, so ist es auch ganz gut. Kommt ran, ihr beiden. Danke. Du fettes, ekliges. Ah, jetzt geht's hier mit dem Stab auf dich los. Ich mache so super viel Schaden, das ist eine wahre Pracht.
Ja, vielleicht sollte ich das dann doch sein lassen. Sehr geschmeidig. Ja, gehen wir hier in das Folgenende. Da, das war eine wunderbare Überleitung. Ich sage tschüss.